damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Stray. Mit mir, dem Michael Cooper, und natürlich mit der knuffigsten Miets aller 7000 Jahre plus und mit B12. Und wir gehen jetzt in Upper Town, endlich. Mal gucken, was da zu erledigen ist. So, ach du Scheiße, war das bunt. Was ist das denn? Eine... Drohne. Wer ist das? Friedensstifter 22106. Ihre Identität bitte. Kopieren Sie oder... Was? Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Das ist fies. Morden, bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Okay, dann müssen wir die Residenz finden. Was war das für ein Bug? Ja, läuft bloß seine Runden wahrscheinlich. Oh, es ruckelt. Alter. Das Stadtzentrum. Ach, das ist in der Mitte wahrscheinlich. Ach, wir waren außen am Rand die ganze Zeit. Stadtzentrum soll 400... Nee. Scheiße. Hier laufen wir, gucken uns das immer an hier. Okay. Was ist denn da los? Können wir quatschen? Ah, okay. Entschuldigung. Ist hier lang? Was ist das? Ein Schritt weiter. Friedensstift, oh, das ist aber alt. Wir waren schon bei 22.000 beim 10. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Kommen wir einfach so raus? Der Außenbereich ist nicht sicher. Keinen Schritt weiter. Weg mit dir, husch, husch, weg da. Okay. So, Ordnung, Dicker. Bisschen Schiss vor biologischen Lebensformen, was? Ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Was ist das? Oh, was für ein schönes Foto. Foto. Ich glaube, sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht sicher sein. Meine Festplatte ist im Moment etwas lediert. Okay. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du solltest jemand anders fragen. Na, oh, wie süß.
Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Paolo. Er hat 53 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig. Okay. Okay, hast du sie gesehen? Oh, Clementine, wenn ich du wäre, würde ich das, dieses Mädchen nicht finden wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wird du sicher finden, nur sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger an Land ziehst. Uptown Girl. Na 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 na. Oh, das ist ein Cowboy. Oh Gott, wie süß. Ach Gott, wie schnuffig. Ja, da willst du was als Intro-Bild nehmen. Ja, ne? Wo gucken wir denn weiter rum? Wenn wir alle durchgehen, dann müssen wir nochmal zum Anfang zurück. Aber der sagt, der ist Interesse. Was ist Interesse? Nee. Okay. Ich hab's schon vergessen. Nee. So, die Einkaufsstraße, die geht so weit. Vielleicht wissen die was? Ist das nicht so von sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann? Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Oh, echt? Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? Five. Okay, ich gehe nochmal runter zu den Geschäften. Dies gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja? Es ist der angesagte Laden in der Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite, West? Ja, das erste Symbol ist eine Straße, das kommt, ein Stockwerk und eine Türnummer. Okay, dann sag mir. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Was für ein hübsches Bild. Na, ist das ein Bild. Okay. Können wir das angucken? Oh Gott. Scheiße, muss ich mir das aufmalen oder was? Ja, die bitte wohl nicht. Dresdner Kena, also. Na, natürlich nicht funktionierende Stifte, ich krieg die Krise. Nur 3,5 muss man es einfach merken. Wo sehen wir das? Das ist eine der jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören.
Fass nichts an, mach keinen Lärm und verfrag nicht nach einem Kredit. Da sind die denn? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir. Okay. Alles klar. Ach, ich kann die Dinger sammeln, das ist ja süß. Hätte ich von den Musik auch was gekriegt. Ach so, wenn ich eine Kassette finde, kann ich was ein. Ah, okay. Sehr cool. Ja, das ist ja cool. Kino 3.5. Grün oben. Wo sehe ich denn das? Ich hab zu tun, was willst du? Tisch ab, okay. Ja, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Necrocorp-Fabrik ist kein Ort für eine kleine Wurschtel wie du, wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit, wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Okay. Kurz Bild, das ist deine Adresse auf der Rückseite. Also wo ist die Straße? Dann folgt ein Stockwerk und eine Türnummer. Okay, dann such mir. Okay, komm, wir suchen jetzt. Wo sehe ich denn das? Ah, warte mal, vorne ist das bestimmt gekennzeichnet, oder? Das sind die Straßen. Überladen. Ich muss da bestimmt noch rein. Was ist das? Ach nee, so. Okay, das ist nicht. 3.5. Ja, das ist er.
Ehrlichkeiten gehören uns. Weißt du nicht, dass man das nicht klaut? Ich könnte dir eine abgeben, aber dafür müsst du etwas für Jena, Mikro und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Okay, okay, ich wissen jetzt. So, dann gucken wir mal, ist wahrscheinlich 2. Stock. Dann müssen wir zum 3. Stock. Oder? Genau, 3. Stock, 5. Entschuldigung, tut mir leid, wenn ich Unordnung schaffe, aber ich bin ja kein Roboter, ich bin Mietz. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Na, aber. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht, was? Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Das, jo, sind wir definitiv. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Okay. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Ach, wie geil. Alles, was wir brauchen, ist eine Autobatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass in Neko Corporations eine ihrer Fabriken installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Okay, ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Okay, überbringe ihm diese Nachricht. Okay, neuer Gegenstand. Das wird der Typ da unten sein, glaube ich. Den wir von uns angesprochen haben, hat gesagt, komm in ein paar Jahren. Also, wir haben kurz geschlossen und kommen in ein paar Jahren wieder. Jo, das wird der sein. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Ach, wie geil. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Ah, okay. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay, machen wir. Ja, geil! Ja, das sieht doch gut aus. Da werden wir mal gucken, auf unserem Weg runter zu werden wir natürlich
Ups. Nochmal ein bisschen. Mit den Leuten quatschen, würde ich sagen, oder? Das ist ja jetzt, wir haben da mal wieder ein bisschen was Smoothiges verdient nach dem Gehetze. In der Kanalisation. Ja, aber wie das weitergeht, das seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Stray. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt natürlich aufs Glöckchen. Like oder Abo wäre natürlich auch ganz gut. Und ansonsten sagte Michael Cooper. Ciao, Lee.